Hallo meine Lieben, hier ist Natascha mit einem neuen Video für euch. Heute basteln wir zusammen eine Easel-Card. Ich habe mein Kartenrolling aus dem Action-Aquarellpapier gestanzt und zurechtgeschnitten. Als erstes habe ich ausgemessen, wie groß meine Stanzschablone ist und habe dann dementsprechend mein Aquarellpapier gefalzt. Dann brauche ich quasi nur einmal kurbeln und habe dann eine Klappkarte. Das ist eine Stanzschablone vom Action. Ich kürze jetzt auch noch die Breite des Papiers. Wie ihr seht, ist es ja schon doppellagig. Leg das Ganze in meinen Hebelschneider rein und schneide einfach das Stück ab. Es passt eh nicht durch die Stanzmaschine und ja. Hier seht ihr, ich lege mir die Stanzschablone so an, dass ein Stück rausguckt. Das heißt, da wird die Karte quasi verbunden sein. Das heißt, auch da ist der Bereich der Karte, der geklappt ist, beziehungsweise gefalzt. Hier seht ihr schon, wie das Ganze sich auch nach einmal einfach ausstanzen rauslösen lässt, obwohl das schon zweilagig ist. Ich habe die Stanzschablone noch einmal gestanzt. Die Idee war eigentlich erstmal eine Faltkarte draus zu machen und damit die halt gewisse Stabilität hat, habe ich eine weitere Schicht gestanzt, habe mir noch dazu passend aus dem Set Mattung und meinen Papieraufleger aus Restpapier gestanzt, habe das alles so jetzt mal beiseite gelegt. Das mit der Easelkarte ist mehr oder weniger mitten im Prozess entstanden. Und ihr kennt es ja, ich ge arbeite gerne mit Papierresten und verkleide quasi meine Aufleger komplett mit irgendwelchen Stanzelementen oder Papierschnipseln. Hierfür zeichne ich mir zwei diagonale Linien als Hilfslinien. Dafür ist natürlich ein Lineal und in dem Fall Kugelschreiber sehr hilfreich. Wie ihr seht, diesmal sind es Sechsecke. Ich habe dazu einen Handstanzer und ja, beim Fernsehen halt jede Menge von diesen Papierresten in Pink gestanzt. Warm Lipstick von Distress Ink benutze ich, um die Kanten des Papiers einzufärben, weil ich einfach diese geschnittenen Kanten nicht gerne sehe. Wie ihr seht, die Rückseite ist Graupappe. Das sind nämlich die Cover von den Actionblöcken oder vom Teddy gewesen. Ich habe die ja vor einer Ewigkeit schon auseinandergenommen und habe halt auch die Cover aufbewahrt und die nach Farben sortiert. Und auch das wird bei mir noch gestanzt und zu Karten verarbeitet. Die sind leicht beschichtet, die glänzen so ein bisschen. Also, und das Papier ist halt auch etwas dicker als normales Designpapier, was aber absolut in Ordnung ist. Wie ihr seht, fange ich in der Mitte an, wo meine aufgemalten Hilfslinien sich schneiden. Ich habe bei einem weiteren Video bzw. bei der Karte, die ich danach gebastelt habe, eine Fläche mir sozusagen zurechtgelegt und hinterher das Ganze in Form gestanzt. Wäre in dem Fall auch einfacher gewesen, aber man lernt ja mit der Zeit dazu und vielleicht ist das ein Tipp für euch. Diese Form war relativ knifflig, zumindest diese Ecken, die weggeschnitten sind, da passend zurechtzuschneiden. Aber es hat trotzdem geklappt. Ich zeige euch halt, wie das Video entstanden ist. Aber ich gebe euch gerne auch, wenn ich Tipps habe, die natürlich mit auf den Weg. Und ja, das erleichtert das Ganze hinterher auch. Ich benutze wirklich auch den letzten Schnipsel. Ich stanze auch aus Ecken raus, die quasi keine ganze Form ergeben, weil ich weiß, man hat ja meistens irgendwo dann eine Ecke, die gefüllt werden muss. Hier arbeite ich tatsächlich auch mit dem Tiki-Glue vom Action, mit dem Flüssigkleber, weil ich möchte, dass das Ganze festklebt. Ich weiß, dass ich, wenn dann nur an der Kante entlang nähe, da versuche ich den Kleber relativ gering zu halten, was halt nicht immer so einfach ist. Wie ihr seht, sind manchmal die offenen Stellen so winzig, da sind nur Millimeterstriche, die da hinkommen. Auch ein Tipp von meiner Seite, wenn ihr Diagonalen aufzeichnet, haltet euch auch dran, dass das Ganze mittig ist und nicht so wie jetzt versetzt anfangen. Das kann manchmal auch Schwierigkeiten geben, dass das halt links mehr Fläche ist als rechts und dementsprechend halt diese doofen Kanten entstehen. Naja, es hat trotzdem alles hinterher funktioniert. Wie heißt es so schön, man seht ihr.
man macht das irgendwie möglich. Und ja, da habe ich mich halt tatsächlich entschieden, mir auch noch eine zweite Mattung zu zeichnen. Ich habe das auf schwarzem Tonpapier gezeichnet mit einem weißen Gelstift, weil auf schwarz malen oder irgendwas ausschneiden hinterher ist sehr schwierig. Jetzt nehmen wir uns die Klappkarte, die wir vorher zurechtgeschnitten haben, und falzen uns die eine Seite in der Hälfte. Dann das Ganze umknicken. Mit dem Falzbeil könnt ihr eure Falzung noch ein bisschen verstärken. Und jetzt kommt sozusagen der extra Aufleger aus Aquarellpapier auf diese Klappe einseitig aufgeklebt. Nur die untere Seite. Hier benutze ich wieder doppelseitiges Klebeband und natürlich Flüssigkleber. Und dann muss ich halt Kante an Kante das Ganze aufkleben, damit man halt den Übergang nicht sieht und das Ganze aussieht, als wäre es aus einem Guss. Natürlich hilft das ein bisschen anzudrücken und mit dem Falzbeil auszustreifen. Ihr könnt hier natürlich auch einen Brayer benutzen und Gewicht drauf. Bis der Kleber richtig ansetzen kann, ist das halt euer bestes Hilfsmittel. Wie ihr seht, habe ich sogar zwei Aufleger, damit ich unten und oben quasi mehr oder weniger einheitlich, aber auch schön dekorieren kann. Und so habe ich mir Reste aufgebraucht. Ich habe mir noch Washi-Tape. Das ist einmal in Glitzer Pink und einmal in so metallischen Pink ausgesucht. Und das wird halt jetzt zurechtgeschnitten bzw. gerissen eigentlich. Und ich klebe mir da so ein paar Ecken, also Teilstücke von dem Washi-Tape, das ist noch nicht mal die ganze Breite, klappe das Ganze um und auf der Rückseite kann man dann das Überstehende einfach andrücken. Washi-Tape ist ja selbstklebend. Damit das ein bisschen einheitlich ist, mache ich das auf dem anderen Aufleger genauso. Und jetzt klebe ich das Ganze mit einem Klebestift auf die pinke Mattung. Das ist richtig Neonpink. Ich habe das in meinen Resten gefunden. Ich glaube, das ist vom Action. Ich weiß nicht, ob das eins von den Origami-Papieren war oder aus der Kinderbastelabteilung. Ich habe das mal mitgenommen. Das ist richtig dünnes Papier und das verstärken wir jetzt mit dem Schwarzen. Ich habe dafür halt die Stanzschablone benutzt und den Außenrand der zweiten Größe nachgezeichnet und dann von Hand ausgeschnitten. Ich bin halt aufwendig, ich weiß es nicht, wie man es bezeichnen soll, aber ich bin manchmal eigen. Mir war der Kontrast von diesem krassen Neonpink zum Weißen einfach zu extrem und beziehungsweise nicht extrem genug. Und dann habe ich gedacht, mit Schwarz können wir das Ganze so ein bisschen aufbrechen. Und das passt einfach gut zu diesem Pinken. Übrigens war das eine Karte für eine Arbeitskollegin und sie mag Pink. Und ja, da habe ich wahrscheinlich auch deswegen auch ein bisschen übertrieben, weil einfach, wenn man jemandem was schenkt, wo man die Person auch nur persönlich kennt, gibt man sich besonders Mühe, glaube ich. Das ist einfach das, was ich sagen wollte. Auch den zweiten Aufleger matten wir quasi mit einer zweiten Schicht Schwarz. Auch hier benutze ich Klebestift, damit ich hinterher mit der Nähmaschine keine Probleme habe. Ich habe schon mal angefangen vorzubereiten. Zwischendurch habt ihr wahrscheinlich auch die Buchstaben ELA für Ella gesehen in Pink. Ich hatte nämlich Probleme beim Ausstanzen von einem Spruch und dann habe ich mir gedacht, das mache ich dann vor der Kamera. Wie ihr seht, habe ich für den Banner eine Schablone. Damit kann ich mein Motiv bzw. in dem Fall Spruch richtig ausrichten und dann lege ich die Standschablone quasi erst in diesen Bereich rein. Genau, das war nämlich auch der Fehler, den habe ich tatsächlich auch aufgenommen, weil da hat sich nämlich irgendwas verschoben und das sah dann hinterher echt doof aus. Und wenn es nicht gerade ist, ja, dann macht man das Ganze neu. Natürlich hätte es geholfen, wenn ich hier mit Klebeband das Ganze fixiert hätte, habe ich aber nicht und das ist halt leider so ab und zu das Wehleidige.
Man stanzt das aus und ja, die Maschine springt, beziehungsweise die Platten bewegen sich ein bisschen und schon passt das alles nicht. Deswegen mein Tipp auch an dieser Stelle, macht es besser als ich und klebt euch das Ganze mit Klebeband vorher fest. Aus dem gleichen Bogen, das habe ich übrigens alles am Computer erstellt und mit meinem Laserdrucker ausgestanzt, sag ich schon, ausgedruckt. Es kann natürlich auch sein, dass es noch eine ältere Generation ist, wenn auch mit meinem Tintenstrahldrucker gedruckt war. Ist auch egal. Das ist jetzt uninteressant, aber falls ihr zum Beispiel Sprüche nicht habt als Stempel oder wie jetzt irgendwie als Sticker oder ähnliches, könnt ihr euch auch alles mit einem ganz herkömmlichen Schreibprogramm am Computer erstellen und ausdrucken. Mit den Label-Stanzschablonen von Gina K. Design, seht ihr, habe ich das erstmal ausgestanzt und auch gleichzeitig mit derselben Stanzschablone gekürzt. Auch da habe ich jetzt mit Tesafilm fixiert. Und ja, ihr kennt mich ja, ich liebe meine gelayerten Stanzschablonen oder Stanzelemente, deswegen wird das Ganze, was ich sozusagen jetzt gerade gestanzt habe, noch mehrmals aus einem Karteikarte ausgestanzt. Meistens sind das ja drei Schichten, die ich drunter klebe, damit das halt etwas stabiler wird, Dimensionen bekommt und einfach, ich sage mal, mehr Wirkung auf der Karte hat als etwas flach aufgeklebtes, was hinterher vielleicht auch noch kaputt geht oder sich wellt. Das kann euch halt nicht passieren, wenn ihr das Ganze mit mehreren Schichten Papier dahinter klebt. Und ich bewahre ja so ziemlich alles auf. Das heißt, immer wenn ich irgendein Motiv, wie zum Beispiel hier, das war irgendwie ein Herz gestanzt, ich hebe das halt auf, was überbleibt und dann kommt es in meine Schütte. Ich habe extra eine für solche Fälle und damit stanze ich mir halt meine ganzen Schichten. Da ist das Label, was ich zuerst gestanzt habe. Und das habe ich auch mehrmals quasi aus Papier noch zum Schichten gestanzt. Jetzt heißt das Ganze natürlich auch hinterkleben und beiseite legen, auch durchtrocknen lassen. Da ist halt ja flüssiger Kleber bei, sage ich mal, kleinen Stanzelementen sehr viel hilfreicher. Also ich kann damit besser arbeiten. Natürlich sollte man dann nicht zu viel Kleber benutzen. Aus dieser kleinen Flasche kommt der Kleber sehr fein raus. Aus der Originalflasche vom Action kommt immer viel zu viel raus. Und deswegen habe ich es mir halt angewöhnt, das Ganze umzufüllen. Und dann kann ich halt den Kleber besser dosieren. Als letztes hier der herzlichen Glückwunschspruch. Natürlich wieder Gewicht drauf. Ach, seht ihr, da ist sogar, der Kleber war ziemlich leer und ich habe dann vor der Kamera aufgefüllt, das ist richtig einfach. Die kleine Flasche aufmachen und die Flasche vom Action einfach aufdrehen, drücken und dann könnt ihr schon eure kleine Flasche damit befüllen, wieder zuschrauben und dann weiter geht's mit dem Kleben. Da ist ja auch nicht viel drin, ne? Was sind das vielleicht 10 Milliliter, vielleicht sogar nur 5, ich weiß es nicht. Aber die ist halt leicht zu drücken und ihr kriegt sie auch überall, also über Amazon, AliExpress, je nachdem, wo ihr unterwegs seid, könnt ihr euch solche, ich glaube sogar in mehreren Packs bestellen und dann könnt ihr eine für Tacky Glue, eine für Glossy Essence, falls ihr das feiner haben wollt als in Originalflasche. Eine habe ich zum Beispiel mit Alkohol befüllt. Wenn ich mit Alkoholinks arbeite, dann kommt halt auch sowas dann zum Einsatz. Damit kann ich halt besser auch den Alkohol verteilen, als mit der riesigen Literflasche zu hantieren. Auch hier wird das Ganze dann gekürzt, weil zum Geburtstag ist halt wesentlich kleiner als herzlichen Glückwunsch. Ich hinterklebe das Ganze einfach mit dem Papier und schneide mir einfach das, was überbleibt, weg. Das ist die einfachste Variante. Ich hätte natürlich auch passend stanzen können, aber ihr habt ja gesehen, ich habe die Stanzschablone hinterher gekürzt und dann ist es halt so viel einfacher. In der Zwischenzeit habe ich meine Aufleger schon angenäht, ein bisschen Zickzack als Deko noch
an den Kanten genäht, habe dann runde, ich meine doppel stitched Kreise gestanzt aus Aquarellpapier, passende Mattungen aus schwarzem Tonpapier. Mein Gott. Und aus dem Action-Standschablonen-Set, von dem auch die Kartengrundform ist, habe ich diese Labels oder diesen Label gestanzt aus einem Rest-Designpapierstück, habe mir aus Aquarellpapier ein Herz gestanzt, meine auch aus demselben Stanzset. Und hier seht ihr die fertigen Buchstaben. Wie immer findet ihr die Bestandteile oder die Produkte, die ich benutzt habe, sofern ich das nachvollziehen kann, in der Infobox. Ich habe mir überlegt, dass mir das Weiß einfach zu krass ist und habe mir dann eine Schablone rausgesucht. Diese ist von Create a Smile, ist eigentlich ein Herz, aber da der Kreis so schön klein ist, kann er quasi auch mit dieser Schablone gut genutzt werden. Ich habe mit demselben One Lipstick und einem Schwämmchen vom Action einfach auf das Papier los schabloniert, kann man sagen. Ich habe erstmal geguckt, was auf dem Schwämmchen noch an Farbe da ist und ja, ich bin da jetzt auch nicht allzu gründlich. Man muss quasi das Muster nur etwas erkennen. Es muss nicht zu sehr dominant sein. Es wird ja sowieso sozusagen überklebt. Den unteren sieht man noch ein bisschen, den oberen glaube ich hinterher gar nicht. Aber das ist halt so der Prozess beim Entstehen einer Karte. Wie ihr gesehen habt, ist das untere Kreis sogar eine Klappkarte, weil ich habe überlegt, wenn die Easel-Card fertig ist und aufgeklappt steht, ist das ja ganz gut, dass man den Text nicht lesen kann. Also habe ich den Text etwas oder den Bereich, den man beschriften kann, versteckt. Hier habe ich weißes Gesso vom Action und habe mir überlegt, ich kann mit der gleichen Schablone, die ich vorhin zum Schablonieren benutzt habe, auch noch mit dem Gesso so ein paar Elemente auf dem Aufleger ja, schablonieren. Man kann natürlich auch Paste dafür benutzen, aber ich hatte eine offene Gessoflasche auf meinem Tisch, die war griffbereit und ich habe das schon mal auf einer anderen Karte benutzt. Ich fand das ganz witzig. Es hat dann auch nicht diese Erhebung, die man von Schablonierpasten kennt, was andererseits auch in dem Fall ganz gut ist, weil das war der Effekt, den ich wollte. Und ja, man kann natürlich auch mit Acrylfarben das Ganze machen. Ihr seht, dass das Ganze ein bisschen unter die Schablone drunter läuft, was dem Ganzen aber nicht schadet oder mich persönlich nicht stört. Es wird halt kein super hundertprozentiges Ergebnis. Natürlich ganz wichtig, eure Schablone und auch den Spachtel hinterher sauber machen, am besten unter fließend Wasser und warmem Wasser. Das, was auf meiner Matte noch über war, Gesso, habe ich beiseite gelegt, habe auch ein bisschen von dem One Lipstick aufgedrückt und mit Wasser besprüht. Damit kann ich meine ausgestanzten Elemente, die Herzchen und auch die Kreise so ein bisschen besprenkeln. Ich fange halt mit dem One Lipstick und Wasser an und mit meinem Fächerpinsel vom Action. Der ist halt etwas flächiger beim Sprenkeln. Ich mag den ganz gerne. Natürlich trocknen. Das ist ganz wichtig, wenn man mit Bärenfarben arbeitet. Und zum Schluss kommt noch das Gesso zum Einsatz. Ich habe da sozusagen eh schon was auf der Matte. Dann kann man auch damit auch sprenkeln. Und das gibt dem Ganzen ein bisschen mehr Struktur, mehr Interesse. Und so haben wir quasi das Produkt nicht verschwendet und es kommt trotzdem zum Einsatz. Auch hier wieder trocknen, sofern man weiterarbeiten möchte. Ansonsten, wenn man die Zeit hat und kein Video dabei dreht, kann man die Sachen einfach beiseite legen und einfach also Luft trocknen. Das, was noch auf der Matte über war, habe ich natürlich sauber gemacht. Da empfehle ich natürlich ein Feuchttuch zu nehmen, weil Gesso oder Acrylfarbe euer Mikrofasertuch verschmutzen, verkleben würde. Das könnte man zwar mit der Waschmaschine wieder retten, aber man muss es ja nicht übertreiben. Und ich finde, in solchen Fällen sind Feuchttücher einfach die bessere Wahl. Jetzt wird das Ganze zusammengesetzt, deswegen auch der Trocknungsprozess, damit ich weiterarbeiten und weiterkleben kann. Ich klebe meine Kreise auf die vorgesehenen Mattungen.
Beides ist, wie gesagt, gestanzt. Ich habe die Stanzschablonen schon eine Weile. Wie gesagt, wenn ich dann weiß, wo sie herkommen, schreibe ich euch auf jeden Fall alles in die Infobox. Auch wieder Kombination doppelseitiges Klebeband und Flüssigkleber. Wie ihr seht, meine Rolle, die musste schon ziemlich leiden. Deswegen, ja, bin ich irgendwann ohne hier gewesen. Es war natürlich auf dem Sonntag und ja, da kommt man nicht mal eben zum Laden oder man hat nicht die Zeit dafür. Aber wie gesagt, man kann auch mit Flüssigkleber super Ergebnisse erzielen. Das mit dem doppelseitigen Klebeband ist einfach eine doofe Angewohnheit von mir, sage ich mal. Das mache ich einfach schon ewig und ja, wenn die Möglichkeit besteht, benutze ich beides. Das ist halt das Element, was auf den unteren Bereich der Karte kommt, wo man auch den Text quasi drauf schreiben kann. Ich klebe jetzt auch das Label zusammen. Da habe ich das zweite Set, was ich benutzt habe. Also ihr habt ja gerade gesehen, dieses Label kommt tatsächlich aus einem anderen Set, aus einem, wo der Kreis mit der Wellenkante stammt. Aber es war gleiche Serie, die kam, glaube ich, letztes Jahr raus. Jetzt gucke ich, wie ich das Ganze anordne, dass es mir auch gefällt. Ich meine, die Buchstaben sind nicht gerade klein. Und irgendwie hatte ich nicht die passenden Groß- und Kleinbuchstaben, deswegen habe ich mich entschieden, alles in Großbuchstaben auszustanzen, damit das halt irgendwie einheitlich wirkt. Und hier sind Alphabet-Stanzschablonen echt ein schönes Spielzeug, sage ich mal. Es gibt ja inzwischen so viele verschiedene Schriftarten, die man auch als Stanzschablonen bekommen kann. Und ihr könnt halt eure Karten so personalisieren. Das heißt, mit Initialen oder mit dem Vornamen der Person, die beschenkt wird, verzieren. Das ist übrigens nur ein Spitzname, aber die Person, die das bekommen hat, hat sich, glaube ich, auch sehr gefreut. Und ja, ich habe hier Verpackungsmaterial, ich meine von After Eight, die Einlegeböden, das ist ja so eine Art Wellpappe. Davon zerreiße ich mir so ein Stück ab und klebe das hinter das Herz mit Tesafilm, damit das halt ein bisschen das Schwarze wieder aufgreift und auch ein bisschen, ja, Interesse, ein bisschen das Ganze abhebt vom Weiß auf Weiß oder ja. Ich habe hier ein Stück Pappe genommen, habe dann zurechtgeschnitten, dass es halt auch hinterm Herz verschwunden bleibt und dann, dass es halt nicht rausguckt. Auch das gibt wieder so ein bisschen Erhöhung und so arbeitet man sich halt Schritt für Schritt. Also man fängt irgendwo an und irgendwann am Ende hat man eine Karte fertig. Hier seht ihr, habe ich Transparentpapier. Da sind einfach nur wirklich abgerissene Streifen. Auch die schmeiße ich nicht weg, ich bewahre sie auf. Habe mich hier entschieden, das Ganze als Borde sozusagen zu nehmen und klebe dann auf der Rückseite mit Tesafilm fest. Da guckt das Tesafilm ein bisschen raus. Das habe ich mit der Schere weggeschnitten. Ja, man hätte auch ein größeres Stück nehmen können, aber ja, der sparsame Fuchs ich, der geht halt immer sehr sparsam mit seinen Sachen um, auch wenn es eigentlich schon Reste sind. Hier habe ich mich entschieden, das Ganze noch ein bisschen zu ergänzen, damit das quasi einheitlich flächig kleben kann, damit das Herz nicht absackt oben. Hab dann halt die letzten Ecken und unten, wo die Wellpappe aufgeklebt ist, ist es ja schon ein bisschen höher. Deswegen habe ich da jetzt keine Pappe drunter gesetzt. Natürlich wie immer Glas drauf, Gewicht. Ja, hier ist ein kleiner Sprung. Ich habe außerhalb der Kamera ganz viele Elemente gestanzt und manche schon geschichtet, wie zum Beispiel die Schleife, die ich gerade über das E setze. Auch die ist aus demselben Cardstock in Pink gestanzt. Dieser ist vom Action, ist mit Leinenstruktur und mit drei Schichten Tonkarton in Pink hinterklebt. Genauso das gleiche Verfahren war auch bei den Buchstaben übrigens.
Ich greife oft zu weiß, aber wenn man die Buchstaben in bunt hat, ist das natürlich schöner, dass man die unteren Schichten in derselben Farbe oder in einer sehr ähnlichen Farbe hält. Das Label klebe ich jetzt mit Pappe auf meinen runden Kreis. Hier habe ich eine Rolle Metallic Garn in Champagnergold. Die habe ich bei Ali gefunden und ich finde, diese Rolle ist riesig. Also ich glaube, diese Rolle kriege ich wahrscheinlich nie im Leben leer. Und man kann jetzt auch wirklich rumklotzen. Vorher hat man so immer so überlegt, ach ja, so ein bisschen hier, ein bisschen da. Jetzt kann man wirklich sich auf jede Karte sozusagen, könnte man das Metallic Garn draufklatschen, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben. Es war jetzt auch nicht wirklich teuer. Ich habe früher für die Fahnengrafik sehr viel Metallic Garn gekauft. Ich habe welches von Lidl, das gab es in meinem Dreier-Set. Aber da ist halt nur eine kleine Rolle bei. Da macht man vielleicht 10 Karten und dann ist die Rolle leer. Dann ist man halt ein bisschen sparsamer. Und hier habe ich dann mehrere Ringe um die Finger gewickelt und klebe sie halt mit Tesafilm auf der Rückseite fest, damit sie nicht wegrutschen. Das Metallic Garn ist sehr fein. Das neigt halt auch gern dazu, wieder auseinanderzugehen. Das heißt, wenn ihr diese Schlaufe fertig habt, am besten direkt aufkleben und es gar nicht loslassen, weil es springt auseinander. Hier ist schon die dritte Schlaufe. Dadurch, dass das Garn halt wirklich filigran ist, gibt es halt etwas Deko, aber es zerstört nicht den ganzen Charakter der Karte. Jetzt könnt ihr auch sehen, dass Gesso links und rechts, diese weißen Elemente, die sind recht unscheinbar, aber irgendwie geben sie dem Ganzen etwas Besonderes und das ist ja das gleiche Muster, was wir auch auf dem Kreis haben, quasi Wiederholung. Hier habe ich nochmal die Streifen Transparentpapier mir zur Hand genommen und habe die nochmal aufgegriffen und oben und unten jeweils ein Stück davon hinter den Label geklebt. Meine Dickmanns-Verpackung bzw. Spiegelkartonfolie, die ich gerne benutze, da habe ich mir auch ein Stück von abgerissen und ich klebe das halt so, dass man auch die gerissene weiße Seite sieht. Wieder alles auf der Rückseite festmachen. Das gibt dem Ganzen so ein bisschen Glanz. Ist zwar schwierig hinterher zu fotografieren, aber wenn man die Karte so bewegt und das Licht sich bricht und das Ganze spiegelt, ich finde schon, dass es sehr schick ist und ich sag mal, das ist ein wirklich günstiges Material. Das ist eigentlich ein Abfallprodukt und wer das nicht hat, hat bestimmt auch richtigen Spiegelkarton zu Hause. Und jetzt, wo ich mein Arrangement jetzt fertig habe, wird das aufgeklebt. Ich habe dann wieder ein Stück doppelseitiges Klebeband benutzt und Flüssigkleber. Drehe mir den Kreis so, dass ich dann den gewünschten Bereich sehe unten. Und auch hier wieder Transparentpapier. Es ist, ich weiß nicht, ich arbeite gerne mit Transparentpapier. Es ist so unscheinbar und wenn man sich die Karte genauer anguckt, da ist immer überall doch was zu erkennen, was man auf den ersten Blick vielleicht nicht gesehen hat. Und das finde ich gerade bei Transparentpapier, das gibt dem Ganzen ein bisschen Leichtigkeit. Es erleichtert aber auch den Übergang, dieses krasse Pink, dieses krasse Schwarz. Und wenn man so dieses Transparentpapier nicht hätte, wäre das halt ein bisschen schlimmer, würde ich sagen. Oder ein bisschen stärker würde es ins Gewicht fallen. Und so ist das ein bisschen aufgelockert. Ich habe hier eine, ja, Rückwand ist das nicht. Eigentlich die Front von dem Aquarellpapierblock vom Action. Auch davon, wenn der Block leer ist, bewahre ich das auf. Die Pappe selber, die ist relativ dick. Die eignet sich natürlich super für irgendwelche Boxen machen oder in Graupappe arbeiten. Die Front ist etwas dünner, aber für sowas absolut ausreichend. Und auch da wieder doppelseitiges Klebeband und Flüssigkleber. Und dann ist das halt etwas höher, aber auch nicht so stark, wenn man zum Beispiel mit
Schaumklebeband arbeitet. Da gibt es zwar auch verschiedene Dicken, aber zum Beispiel 1 oder 2 mm ist manchmal mir schon zu hoch. Und ich weiß nicht, ich habe mir das einfach angewöhnt. Ich finde, Pappe ist stabiler und es verbiegt sich nicht mehr. Man kann es nicht mehr eindrücken. Also wenn es einmal klebt, dann bleibt es an Ort und Stelle. Jetzt habe ich den Banner, herzlichen Glückwunsch, mit 2 Schichten Pappe hinterklebt. Richte mir das Ganze so ein bisschen aus. Dafür lege ich das auch auf den Kartenrolling, um zu sehen, dass ich auch richtig rum bin, weil es wäre, dadurch, dass die Kartenform nicht einheitlich ist, wäre es natürlich echt doof, wenn ich jetzt schon so weit bin und dann muss ich dann doch alles umdrehen, weil das nicht funktioniert. Da ist es natürlich sehr hilfreich, auf der Rückseite vielleicht zu schreiben oder euch auch zu notieren, wo oben sein soll, damit man sich daran orientieren kann. Das sieht ja hinterher keiner, wenn es überklebt ist. Wenn einmal herzlichen Glückwunsch klebt, auch hier wieder Gewicht drauf. Und zum Geburtstag fehlt noch. Da habe ich dann auch genauso mit 2 Schichten Pappe das Ganze hinterklebt. Flüssigkleber gibt euch immer noch ein bisschen Sicherheit. Falls ihr dann falsch geklebt habt, könnt ihr das noch anlösen oder ihr könnt das noch verschieben. Natürlich kann sich das auch verschieben, was ihr nicht wünscht. Deswegen immer gucken, dass das richtig ausgerichtet ist nach dem Aufkleben, eventuell nachbessern. Ich habe versucht, das relativ mittig auszurichten, dass die Abstände dann zwischen den Stanzelementen auch ungefähr gleich sind. Und dann natürlich Gewicht wieder drauf. Und ja, nach etwas Zeit klebt das einfach von alleine. Ich habe hier noch einen kleinen Banner. Ich habe das aus demselben pinken Leinen-Cardstock vom Action gestanzt. Leg das halt so an, dass ich das auf der Rückseite fixieren kann. Zumindest die Enden. Und die Banner selber werden mit Flüssigkleber hinterklebt. Das heißt, ich heb das gleich an und das, was übersteht, natürlich mit der Schere wegschneiden. Tesafilm will keiner sehen. Das ist auch nur, sage ich mal, unser Hilfsmittelchen hier. Und jetzt können wir den Banner flächig mit Kleber bedecken. Auch da lieber weniger ist mehr, sage ich mal, damit das halt nicht rüber oder nach außen siffen kann. Das Ganze andrücken und das zweite Ende auch wieder mit Tesafilm auf der Rückseite festmachen. Ich habe mir mit derselben Stanzschablone, mit der ich den Aufleger gestanzt habe, aus Graupappe zurechtgeschnitten. Das heißt, auch das könnt ihr durch eure Stanz- und Prägelmaschine ohne irgendwelche Extraplatten, ohne Extradruck ganz normal ausstanzen. Das ist auch jetzt Graupappe mit, ich denke mal, 1 mm höchstens. Also es ist keine allzu dicke Pappe, aber es funktioniert halt wunderbar. Und so habt ihr halt auch gleich eine Fläche zum Aufkleben, die hinter dem Kartenaufleger verschwindet und trotzdem die komplette Fläche bedeckt. Also manchmal bin ich selbst stolz auf mich, wenn ich auf sowas komme, aber ja. Hier wieder mit doppelseitigem Klebeband und mit Flüssigkleber flächig alles bedecken. Bei dem doppelseitigen Klebeband bin ich einfach relativ entspannt, also brauche ich nicht viel. Wie ihr seht hier, Craft Sensations, das war auf jeden Fall ein Action- oder ein Teddyblock. Und auch die andere Seite wieder bekleben. Das doppelseitige Klebeband vom Action lässt sich relativ einfach reißen. Das heißt, ihr müsst auch dann nicht mit der Schere hantieren. Das ist manchmal auch so ein Zeitersparnis. Auch die Rückseite natürlich wieder mit Kleber bedecken. Und dann wären wir zumindest mit der oberen, mit der Kartenfront fertig. Jetzt natürlich schauen, dass wir die richtige Seite erwischen, dass die Karte richtig aufgeht und dass Ella lesbar ist und richtig steht. So, das ist schon mal der obere Bereich. Natürlich wieder Gewicht drauf und das Ganze erstmal ruhen lassen. Und dann können wir in der Zwischenzeit uns um die untere Minikarte kümmern. Ich habe aus dem gleichen Neon-Pink, was ich zum Matten benutzt habe, und aus demselben Pink Leinen-Cardstock
zwei weitere Banner gestanzt. Das ist eine Magnolia-Stanzschablone. Ich weiß gar nicht, ob die noch käuflich zu erwerben gibt, aber es gibt ja so viele verschiedene Banner und ich denke mal, ihr findet bestimmt irgendwas in eurem Sammelsurium, was ihr dann als Ersatz benutzen könnt. Hier klebe ich nicht auf der Rückseite, weil das ist ja quasi unsere Klappkarte. Man möchte nicht, dass der Beschenkte die Karte aufmacht und den Kleber sieht. Das heißt, deswegen hier lieber mit wenig Flüssigkleber das Ganze bedecken und auch nicht bis ganz nach weit außen, weil es klebt ja quasi nur der Bannerbereich und das, was übersteht, wieder mit der Schere wegschneiden. Hier seht ihr dann die Rückseite, da möchte ich dann, dass halt relativ weiß bleibt. Ich habe Luftballons und ich sag mal Luftballonzahlen, die gab es mal beim Action, aus Papierresten gestanzt. Hier habe ich übrigens das Washi-Tape, was ich vorhin benutzt habe, das glitzernde, als Verkleidung für mein Restpapier benutzt. Hab damit mein Papier überzogen und daraus die Zahlen gestanzt, genauso den Torten, Teller. Ja, ich habe die dann auf die, ich sag mal, da ist das nämlich im Bild. Ich habe die Zahlen auf die ovalen Ballons aufgeklebt, die ergeben dann am Ende 1974. Das war halt ein Wunsch und ja, bei Wünschen versuche ich, mich dran zu halten. Hier hantiere ich übrigens mit dem Metallic-Garn, was wir vorher schon benutzt haben, und wickel mir das Ganze um die Luftballons. Man kann es umständlich machen, ich weiß. Ich neige dazu. Ich klebe das Anfangsstück auf der Rückseite, wickel das Ganze um den Luftballon und knote das einmal und schneide mir halt relativ großzügig dann das Reststück ab. Der Knoten wird vorsichtig zugezogen. Und das mache ich halt bei allen ovalen Ballons. Das heißt, die Zahl habe ich mit Flüssigkleber auf den Luftballon aufgeklebt. Und hinter den Zahlen versuche ich halt sozusagen das Tesafilm so ein bisschen zu verstecken, damit das nicht allzu offensichtlich ist. Ist halt ein bisschen frimmelig. Ich hätte vielleicht auch eine Zange als Hilfe nehmen können, aber ja, das ist halt so arbeite ich. Das ist jetzt die letzte Zahl. Auch wieder das Endstück auf der Rückseite fixieren. Dann um den Luftballon wickeln, Luftballonhals oder wie auch immer. Abschneiden großzügig. Dann gucken, dass wir in die Schlaufe zurückkommen und das Ganze knoten. Damit das ganze Gewickelte halt auch nicht aufgeht. Natürlich dürft ihr auch den Knoten nicht zu sehr zuziehen, weil Transparentpapier würde das auch nicht aushalten. Und jetzt gucke ich, dass ich die Luftballons so ein bisschen nebeneinander setze, klebe sie auf der Rückseite mit Tesafilm fest. Bei Transparentpapier müsst ihr halt wirklich aufpassen, welche Art von Kleber ihr benutzt. Und das zum Beispiel weicht das Papier nicht auf. Das Tesafilm wird hinterher auch nicht zu sehen sein. Ich benutze da auch relativ kleine Stücke, dass das halt auch nicht zu sehr drüber schaut, dass ich da irgendwas wegschneiden muss. Ich habe auch noch herzförmige Luftballons aus Transparentpapier gestanzt. Die werden jetzt hinter dem ganzen Arrangement aufgeklebt. Ich habe zwei normale Transparentpapierherzen oder Herzluftballons und eins habe ich mit, nein, sogar zwei mit diesem Silberdruck, sage ich mal, das war auch mal vom Action. Die hatten ja mehrere Blöcke mit Transparentpapier, mit Druck und da waren halt welche dabei, die hatten Hälfte Metallic, Hälfte bunt. Und das ist halt eine von den alten Überresten sozusagen. Die habe ich in meiner Resteschüttdose für Transparentpapier gefunden. Und dadurch, dass ich schon mit Spiegelkarton in Silber gearbeitet habe auf der Karte, fand ich, dass das jetzt ganz gut passt und das Ganze auch ein bisschen auflockert und die Luftballons nicht einfach nur transparent sind. Die Luftballons, die quasi zu sehen sind, da mache ich mir die Mühe und schmeiße halt wieder das mit metallische Garn da dran,
Das heißt auch wieder auf der Rückseite fixieren, knoten und den Faden quasi unten lang lassen. Die werden halt hinterher noch zusammengebunden. Die kommen links und rechts von den Zahlen. Die werden halt auch, naja, zum Teil zumindest sichtbar sein. Und sollen eigentlich am Ende quasi das Topping für meinen Kuchen sein oder für meine Torte, mehrstöckige Torte. Ich habe zuerst überlegt, das weiter oben zu setzen. Dadurch aber, dass es eine Klappkarte ist, musste ich das ein bisschen verwerfen und tiefer setzen, damit das halt vernünftig aufgeht, ohne dass das Papier stört. Hier seht ihr, das probiere ich erstmal aus, bevor ich das festklebe. Die Stellen, die metallisch sind oder halt die Stellen, wo die Buchstaben, nein, nicht Buchstaben, die Zahlen sind, habe ich mit flüssigem Kleber überzogen und die anderen, also die freien Stellen, die lasse ich halt wirklich weg, weil Flüssigkleber weicht das Papier auf und dann entstehen halt unschöne Kanten. Das zweite Herz, da fand ich irgendwie das noch zu hell, deswegen habe ich mit dem gleichen Pinkton eine Stelle kräftiger schattiert bzw. gewischt. Und das soll sozusagen so ein bisschen meine Torte hervorheben. Hab dann angefangen mit dem Tortenteller. Dann mit der ersten Schicht. Ich habe übrigens die drei Schichten aus demselben Designpapierstück gestanzt, mit dem ich auch den Label vorhin für die Front benutzt habe oder geklebt habe. Das ist auch eins der Papiere vom Action, die halt foliert sind. Das heißt, diese Kreise oder Umrandungen für die Kreise sind metallisch, auch silber. Und die Kreise selber sind pink. Und irgendwie fand ich, dass das ganz gut passt. Und für etwas mehr Pep habe ich halt die unteren Bereiche der Torte mit dem gleichen Pinkton eingefärbt, damit sich das Ganze auch ein bisschen absetzt oder beziehungsweise ein bisschen der Schatten der Torte angedeutet ist. Auf der Rückseite fixiere ich die ganzen Bodenelemente mit Tesafilm, damit auch bloß nichts auseinanderfällt, während ich weiterarbeite. Das ist übrigens, also die Torte selber ist auch eine Standschablone von Magnolia und ja, da seht ihr, habt ihr auch für jede Bodenebene auch noch Spitze. Die habe ich jetzt auch an der Kante pink eingefärbt. Dafür habe ich noch nicht mal das Stempelkissen groß betupft. Ich habe tatsächlich dann das genommen, was noch auf dem Blending-Tool drauf war. Ich klebe das Ganze mit Flüssigkleber zusammen. Erst kommen die Spitzen, beziehungsweise in dem Fall wäre es wahrscheinlich sowas wie Fondant, was auf der Torte selber drauf liegt. Ich habe das übrigens aus weißem Aquarellpapier gestanzt, weil das einfach mehrmals schon auf der Karte benutzt worden ist. Der Kartenrolling ist aus demselben Papier und Wiederholung ist meiner Meinung nach immer ganz gut. Jetzt war ich leicht am Verzweifeln. Mir fehlte von von der Torte die oberste Schicht, diese Glasurlinie. Ich habe alles abgesucht, habe es nicht gefunden. Ein paar Tage später ist natürlich aufgetaucht, aber macht nichts. Ich habe hier wieder mein Reststück nicht Aquarellpapier, sondern Leinpapier genommen aus also vom Action. Das Pinke, was ich halt für die anderen Elemente schon benutzt habe, für die Schleife, für die Buchstaben. Und daraus stanze ich mir mal eben schnell nochmal die Glasur bzw. die Welle für die oberste Schicht der Torte. Weil wenn, dann möchte ich das Ganze einheitlich haben und deswegen habe ich hier nochmal das Pink aufgegriffen. Diese Linie ist so hauchfein. Ich glaube, deswegen ist es mir auch so ein bisschen aus der Hand gerutscht, beziehungsweise ich habe das später unter meiner Stanz- und Prägemaschine gefunden. Das lag drunter. Ja, jetzt habe ich das noch über und es kommt mit in die Folie mit der Standschablone rein fürs nächste Projekt. Dieses Stanzset ist eigentlich ganz, ganz süß. Es gibt auch ein ähnliches vom Action, meine ich. Auch von anderen Firmen. Deswegen, ihr könnt bestimmt noch eine Alternative finden, falls ihr diese Standschablone nicht habt. Aber dieses, man kann das natürlich auch durch ein Stempelmotiv ersetzen, durch eine andere Standschablone.
oder einfach vielleicht auch was anderes benutzen. Man könnte auch einem Teddy jetzt diese Luftballons in die Hand drücken, einem Figürchen, einem Menschen. Das ist eigentlich euch frei überlassen. Wie ihr seht, knote ich das Ganze nicht komplett zu. Ich klebe das fest mit dem Tesafilm, weil ich weiß, dass ich die Torte drüber habe und man das nicht mehr sieht. Gucke ich mir, dass ich das Ganze passend schneide und stelle fest, dass das Element, mein Kreis, einfach zu klein ist für das Ganze. Deswegen habe ich jetzt das Herz ein bisschen gekürzt. Möchte nochmal die Schleife verwenden. Diese ist natürlich nur einmal gestanzt und keine drei Schichten wie auf der Front. Die Bereiche, die quasi verdeckt sind, klebe ich mit Tesafilm fest. Und jetzt gucke ich, wie ungefähr das Ganze dann hinterher sitzt und klebe meine Torte an den Stellen fest. Dafür nehme ich wieder ein Stück Pappe, ein Stück doppelseitiges Klebeband, Flüssigkleber. Und das Ganze nochmal wiederholen, weil die Rückseite muss ja auch eingefärbt bzw. mit Kleber versehen werden. Auch die Bereiche, die jetzt durch die Pappe nicht bedeckt sind, verteile ich den Kleber. Aber auch nur im oberen Bereich, weil ich weiß, dass unten frei liegt, frei schwebt und da möchte ich halt keinen Kleber haben. Er sieht ein bisschen doof aus, sage ich mal, aber es ist immerhin alles weiß. Also das ist sozusagen der unschönste Bereich der Karte. Aber auch da habe ich das Ganze so hingenommen, weil es war einfach nicht anders in dem Moment machbar. Man hätte das vielleicht mit gleichen Stanzelementen nochmal verkleiden können, aber ich fand das jetzt nicht so schlimm. Wenn die Karte offen liegt, oder steht, sieht man das ja nicht, nur wenn man sozusagen das Ganze aufklappt. Hier greife ich nochmal das Transparentpapier auf, was ich auch oben auf der Karte benutzt habe, und klebe das hinter meinen schwarzen Kreis. Hinter meine Mattung quasi. Auf der Rückseite wieder mit Tesafilm fixieren. Auch hier wieder Spiegelkarton. Da reiße ich mir das Ganze so ein bisschen kleiner. Ich wollte nicht allzu viel davon zu sehen haben, aber schon wiederholt. Deswegen immer so ein bisschen hier, ein bisschen da und das Ganze natürlich festkleben. Auch die Karte selber, beziehungsweise dieses Kreiselement, klebe ich mit Pappe auf meinen Kartenaufleger. Die Karte wird relativ schwer und ich würde auch sagen relativ dick. Aber wenn man sie sozusagen irgendwo hinstellt, ist das sehr dekorativ und das ist halt so eine Karte, die man persönlich übergibt. Die würde ich jetzt natürlich nicht mit der Post verschicken. Und ganz ehrlich, ich meine, ich weiß nicht, wem es aufgefallen ist, aber 1974, das heißt, die beschenkte Person ist 50 geworden. Und zum 50. Geburtstag, finde ich, muss auch schon was Besonderes her, aber es muss nicht unbedingt die 50 mit drauf. Geht es nur mir so und finde ich als Einzige, dass das irgendwie überholt ist oder einfach, ich sag mal, so viel schöner ist. Man kann die Zahl zum Beispiel beim Aufstellen verdecken, wenn man es nicht unbedingt sehen möchte. Das heißt, man sieht dann nur die Torte und wenn man möchte, kann man das auch anders hinstellen. Aber wenn da so eine 50 mit drauf gewesen wäre, fände ich das irgendwie nicht toll. Ich meine, ich gehe selber auf die 40 jetzt zu und ich glaube nicht, wenn ich 40 werde, dass ich dann mich drüber freuen würde, dass mir einer sozusagen so auf den Tisch knallt. 40. Naja, vielleicht bin ich auch die Einzige, die so denkt. Hier natürlich wieder den Kartenaufleger mit doppelseitigem Klebeband und mit Flüssigkleber auf der Rückseite versehen. Und dann können wir das Ganze schon auf unsere Easelcard, das heißt auf den unteren Bereich, aufkleben. Das Ganze andrücken, beschweren, damit auch wirklich der Kleber richtig sitzt. Und jetzt brauchen wir eigentlich nur noch ein bisschen Kling, Bim, ein bisschen Deko. Ich habe von Pinkfresh Studio diese wunderschönen Glitzer-Drops und ich habe vom Kick diese wunderschönen Glitzer-Pailletten und die sind richtig pink.
Und ich fand, das passt jetzt einfach so als Knaller zu der Karte, die jetzt, sage ich mal, wenig Koloration hat, aber mit vielen Standselementen gearbeitet ist. Und ja, so, es muss ja nicht viel sein, aber auch die, ich sag mal, Glitzer, Pailletten, die greifen so ein bisschen das Washi-Tape, das Glitzer-Washi-Tape auf. Und ja, ich finde sie auf jeden Fall sehr hübsch. Und manchmal ist es halt, dass die Paillette einfach zu groß ist. Dann hilft es, das Ganze so ein bisschen unter die Elemente zu setzen, dass man wirklich nur einen Teil davon sieht. Hier wird man zum Beispiel den unteren Bereich wahrscheinlich auch nur zwei davon erkennen. Hier habe ich dann die Pinkfest Studio Glitzer Drops. Ich habe natürlich vorher den Kleber, den Flüssigkleber, so kleine Pünktchen gesetzt, wo ich dann die Steinchen aufkleben möchte. Die sind wirklich super hübsch. Die sind ein bisschen facettiert, was dem Ganzen auch noch ein bisschen, ja, ein bisschen mehr gibt. Also die sind nicht so klein wie zum Beispiel meine ganz, ganz mini, mini kleinen 2 mm Steinchen. Ich glaube, da geht es irgendwie bei 3 oder 4 mm erst los. Aber ihr habt mehrere Größen halt in der Sammlung und ich finde, das passt eigentlich ganz gut. Ich habe hier so einen Wachsstift, mit dem kann ich die Steinchen direkt aufnehmen und dann an die gewünschte Stelle, wo der Kleber sozusagen schon aufgetragen ist, setzen. Diesen Stift habe ich übrigens bei AliExpress gefunden. Ich fand das Roségold wunderschön und dass dieser auch halt Deckel hat. Ich habe einen Wachsstift schon, der hat aber keinen Deckel. Und wenn ich dann, sag ich mal, nicht gut damit hantiere, zerstöre ich mir halt die Wachsspitze. Und da finde ich halt das mit Deckel ein bisschen besser. Deswegen habe ich mir einen zweiten gekauft. Hier habe ich noch ein paar kleine Schmucksteinchen dazu genommen, als sozusagen das letzte i-Tüpfelchen. Das sind 2 mm Steinchen, die habe ich, glaube ich, auch bei Ali gekauft. Ja, und da wären wir soweit mit der Karte fertig. Die ist halt etwas aufwendiger gearbeitet, aber ich hoffe, ich konnte euch das eine oder andere nahe bringen und verabschiede mich heute. Ich würde sagen, bis zum nächsten Video. Bis dann. Tschüss.